Hightech ist praktisch. Bargeldlos zahlen. Autos mit Internet. Mit Tempo in die digitale Zukunft. Aber was ist der Preis dafür? Für sie ist der Einkaufsbummel ohne Bargeld völlig normal. Die 10-jährige Manfei hat das Taschengeld auf ihrer Smartwatch. Kauft sich mit einem Scan ein süßes Getränk zum Mitnehmen. Überall hinterlässt die Familie digitale Spuren. Bei Firmen wie auch bei Behörden. In kaum einem Land werden so viele persönliche Daten erfasst wie in China. Die Regierung will das nutzen, will künftig für jeden Bürger ein digitales Verhaltensprofil anlegen. In der Heimatstadt von Familie Yu gibt es schon ein Pilotprojekt, bei dem sie Punkte sammeln können. Je besser deine Bewertung, desto mehr Vorteile hast du im Alltag. Ich denke, das ermutigt die Leute, sich freiwillig an die Regeln zu halten. Und so funktioniert das sogenannte Sozialbewertungssystem in Hangzhou. Wer gegen Gesetze und Vorschriften verstößt, zum Beispiel seine Steuern nicht pünktlich bezahlt oder Kredite nicht bedient, dem werden Punkte abgezogen. Seit Corona werden auch falsche Angaben in der Corona-App bestraft. Belohnt wird, wer sich ehrenamtlich engagiert, sich sportlich fit hält oder emissionsarme Verkehrsmittel nutzt. Auch Blutspenden bringt Punkte. Andere Städte belohnen auch Organspenden. Oder ganz alltägliche Dinge wie Bücher pünktlich in die Bibliothek zurückbringen. Doch was genau erhoben wird und wie genau Bewertungen berechnet werden, bleibt oft im Dunkeln. Professor Dai forscht seit Jahren zu dem Thema. Die U-Bahn in Peking hat gerade ihr eigenes Bewertungsprojekt gestartet. Wer sich an alle Regeln hält, darf an den strengen Sicherheitskontrollen an den U-Bahn-Eingängen vorbeigehen, an denen normalerweise jede Tasche gescannt wird. Die Idee hier ist, sobald es einen Datensatz über vorheriges Verhalten gibt, kann man daraus ableiten, wer kein Risiko darstellt. Der wird dann weniger kontrolliert als andere Leute. China will den gehorsamen Bürger. Lockt mit Belohnung und droht mit Bestrafung, damit sich möglichst viele an Normen und Regeln halten. Bislang, erzählt Professor Dai, könne der Staat Gesetze oft nicht durchsetzen. Künftig sollen Regelbrecher umfassender und schmerzhafter abgestraft werden. Okay, let's say they don't care about. Vielleicht macht es jemandem nichts aus, ein Bußgeld zu zahlen. Aber ihn trifft es hart, wenn ihm Steuererleichterungen verwehrt werden. Wenn die Leute verstehen, wenn du es dir mit der einen Behörde verscherzt, bekommst du auch Probleme mit der anderen Behörde. Dann gibt es mehr Anreize. Der Familienvater Yu Chinwei meldet sich erst jetzt beim Sozialbewertungssystem an. Ein Drittel der Bewohner von Hangzhou hat sich bisher registriert. Yu muss seine Ausweisdaten verknüpfen. Dann bekommt er seine Punktzahl. Das sind 493 Punkte direkt nach dem Registrieren. Ab 550 Punkten gibt es Vergünstigungen. Eigentlich sollte ein landesweites Bewertungssystem 2020 eingeführt werden. Doch wie so viele Datenprojekte wird erstmal lokal getestet. Einfach mal ausprobieren. Auch das ist typisch für China. Das ist nur ein Teil der Doku, die wir hier im ARD-Studio Peking gemacht haben. Die ganze Dokumentation, China, Überwachungsstaat oder Zukunftslabor, gibt's in der ARD-Mediathek.